Groove hat für mich hauptsächlich zwei Aspekte. Das ist einerseits das Timing der Schläge in sich und zueinander, sowie die Entwicklung über einen ganzen Song, beispielsweise aufs Tempo bezogen. Der zweite Aspekt ist Dynamik, das ist die Lautstärke dann von den Schlägen in sich, zueinander und ebenfalls wieder die Entwicklung über einen ganzen Song. Als Drummer haben wir wenig Melodie, wir haben nicht sehr viel Harmonie, wir tun das mehr mit dem Klangcharakter des Instruments und der Zusammenstellung des Instruments zum Ausdruck bringen. Dort ist das Potenzial, weil dort können wir im Sounddesign stark arbeiten mit den Klängen. Was auch natürlich den Einfluss hat auf den Klang direkt, ist der Raum. Es ist ein Unterschied, ob ich einen kleinen, trockenen Raum habe oder einen sehr grossen, halligen Raum. Auch das hat einen Einfluss auf den Groove, weil es einfach emotional anders wirkt. Wenn wir die anderen Instrumente zunehmen, haben wir auch wieder Timing, wir haben wieder Dynamik, wir haben zusätzlich Harmonie, die Melodie, die dann das ganze grosse Bild macht. Für mich auch Groove ist die Referenz vom Gehörten. Das bedeutet, ich habe andere Stücke gehört, andere Songs, andere Drummer, Interpreten und so weiter und kann das als Referenz benutzen, wie ich etwas möchte zum Ausdruck bringen. Zudem, zu guter Letzt, wir haben als Drummer ein sehr grosses Instrument. Wir können also sehr grosse Bewegungen fahren. Wir können also grosse visuelle Akzente auch setzen. Wir können also körperlich grosse Bewegungen machen. Wir können dort viel zum Ausdruck bringen, visuell. Und wir können dort natürlich auch mit der Mimik noch einiges von dem auch zusätzlich unterstreichen.